Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zur Resident Evil 1 HD Remaster Remake. Und genau, wir waren ja jetzt mal in diesem Puzzle angekommen. Und genau, wir müssen jetzt hier irgendwie diese dieses Medaillon hier voll machen. Genau, Teil einpassen. Dann. Aber wir sehen ja auch gerade, dass wir hier als Hilfe quasi so ein Symbol da drin haben, ne? So ein Adler oder was das ist. Und da bin ich jetzt mal gespannt. Passt der? Der passt so da rein, ne? Aber das passt nicht vom Symbol her. Der hier vielleicht? Ne, passt auch nicht. Dann muss das das hier sein. Dieses Teil. Aber am Anfang hier direkt mal eine Denksportaufgabe. So. Nee, auch nicht. Da muss das hier irgendwie. Ah, wartet mal. Na? Ah, das. Da, ah, genau. Okay, hier. Teil einpassen. Puzzlebein? Nein. Dann das hier. Das passt doch oben rechts, oder? Oder unten links? Nee, auch nicht. Wartet mal. Das passt aber so. Das verbindet sich. Okay. Dann haben wir dieses Teil. Das muss irgendwie nach oben rechts, denke ich mal. Genau hier. Nee. Verdammt. Dahin? Könnte das klappen? Das könnte klappen. Ja, aber dann passt das andere Ding nicht, oder? Verdammt. Okay. Dann müssen wir das anders machen. Dann haben wir das hier vielleicht einmal andersrum. Nee, das passt auch nicht. Stattdessen hören wir hier eine schöne Musik von unserer Uhr. Das passt gerade. Oder kann das sein, dass es vielleicht. Wartet mal, aber dieses. Das ist doch ein Symbol hier. Dass das vielleicht. Nee, oder? Ach doch, dass das vielleicht umgedreht ist. Es kann natürlich sein, dass sie das nochmal schwerer gemacht haben hier. Das ist witzig. Ja, oder? Kann hinkommen, ja. Teil einpassen. So, dann haben wir einmal das hier. Ich glaube, wir sind nah dran, Freunde. Ich glaube, wir sind nah dran. Ja. Moment. Einpassen? So. Okay. Dann haben wir das hier. Moment. Ja. Teil einpassen und dann ist. Ah, wartet mal. Wartet mal. Okay, nimm das mal wieder raus, bitte. Das Teil hier, das muss noch mal ein bisschen nach unten. So, dann. Das ist geil. Ich mag das. So, dann haben wir. Ah, ja, ich hab's. Aber das passt nicht rein, weil das nicht fitzengenau ist. Ah. Okay. Machen wir das einmal so. Teil einpassen. Das hier auch einmal einpassen. Okay, dann einmal das hier nochmal ein bisschen nach rechts. Okay, dann haben wir das hier. Das passt ja perfekt hier rein. Okay, und das andere passt dann so hier rein. Passen! So, darin befindet sich eine Brosche.
Eine Brosche. Ah, sie hat sich in einen Schlüssel verwandelt. Der Wappenschlüssel. Der Schlüssel zeigt das Wappen der Familie Spencer, die seit jeher in Raccoon City an sich ist. Ah, Freunde, okay. Das heißt, wir haben jetzt den Schlüssel der Familie Spencer und können da draußen direkt in den Nachbarraum. Mal gucken, was sich da drin verbirgt. Ja, dann machen wir das doch einfach mal. Ja, wir waren ja in der letzten Folge, bin ich noch gar nicht so gekommen, ne? Wir waren in der letzten Folge im Herrenhaus unterwegs, haben dem Tiger gefüttert, haben eine Batterie für draußen gefunden. Und sind jetzt kurz davor, dieses Herrenhaus tatsächlich abzuschließen. Haben jetzt den Schlüssel für diese sagenumwobene Spencer-Tür hier gefunden oder wer auch immer. So, die brauchen den Schlüssel nicht mehr. Jawohl. So, dann gucken wir doch mal, was sich hier drin verbirgt. Ich nehme an, kein Gegner. So. Oh. Rebecca. Rebecca. Geht das jetzt auf Zeit? Geht das jetzt auf Zeit, weil... ich weiß es nicht. Shit. Gehen wir nochmal rein hier. Dann müssen wir ab zu Rebecca gleich. Aber erstmal gucken, was hier drin ist. In dieser Finsternis ist nichts zu sehen. Ah, okay. Ah, ich weiß, welcher Raum das ist. Da ist ein Schalter. Mach Licht an. Genau. Und dann war doch hier... Okay. Der Inhalt ist unberührt. Vielleicht war hier noch niemand. Uralt Telefon. Oh, und Schrottmunition. Schrotmunition. Eine Sammlung wissenschaftlicher Bücher. Fast alle befanden sich mit Biologie. Der Inhalt ist unberührt. Okay, ja, das kann ich mir denken, dass hier noch niemand war. Das war ja gut verschlossen hier. Eine Blendgranate. Das war's. Sehr cool. Dann können wir das hier kombinieren damit. Und wir haben hier... den Teil 2. Metallobjekt. Ein Objekt aus einer Legierung. Ein Symbol ist eingraviert. Tada! Wir können in der Haupthalle weitermachen, Freunde. Okay, aber ich würde gerne erstmal wieder mit Rebecca mal ein bisschen sprechen, weil die war ja oben. Aber wir müssen auch erstmal raus. Sorry, Rebecca. Wir müssen tatsächlich da hinten erstmal nochmal dieses Ding holen und dann kommen wir zu dir. Upstairs, ja, okay. Genau, da vorne. Da vorne. Haha, jetzt können wir die Dinge auch endlich einsetzen. Das Wappen passt genau in die Einbuchtung. Ja, danke. Stein- und Metallobjekt. Danke. Dann kommen wir jetzt da auch nicht mehr raus. Aber was sollen wir draußen? Ganz ehrlich, was sollen wir im Moment draußen, ne? Frage ist, wo gehen wir jetzt zuerst hin? Gehen wir erst zu Rebecca oder gehen wir erst in die Haupthalle? Ich glaube, ich denke mal, wir gehen erst zu... wir versuchen erstmal Rebecca zu finden. Ich meine, wo auch immer die gerade ist, ne, wo sie sich da wieder versteckt hat. Ah, es kann... okay. Ja, wobei, nee, wir sind eigentlich auf der rechten Seite. Versuchen wir es. Oder sollen wir erstmal speichern? Das wäre schon übel, wenn ich da, wenn wir da wieder... ja, kommt, dann speichern wir halt. das wäre übel, wenn wir jetzt draufgehen. Ich müsste dann anderthalb Folgen nachspielen, deswegen... in dem normalen Let's Play würde ich jetzt nicht speichern, in dem normalen Durchgang. Aber es ist halt, ja, ein Let's Play und von daher müssen wir speichern. Ich sehe gerade... ah ne, ich wollte sagen, wir haben drei Farbinder, das kann nicht sein. Nee, haben wir haben noch 10 Stück. Okay, dann speicher schnell. So. Ja, und ja, das war schon ein ziemlich cooler Anfang eben, fand ich, für die Folge. Dieses Rätsel. So, das war ein schönes Puzzle am Anfang.
Ihr werdet euch wahrscheinlich wieder die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wie lange ich dafür gebraucht habe, aber gut, ist halt so bei mir. Ne? Ich brauche schon mal länger für so ein paar Sachen. So, kombiniere damit. Und dann raus damit. Raus damit und den Schlüssel wieder mitnehmen. Den Helmschlüssel. So, Rebecca, gucken wir erstmal, wo du bist hier. Oh, da! Moment. Ja, wir gehen hoch, das ist schon mal richtig. Wo ist Rebecca? Wo ist Rebecca? Ja, wobei, da kommen wir ja... Ach so. Hä. Wir wissen da ja, wir haben ja da auch noch eine Tür, ne? Gut, dann gehen wir da erstmal hin. Ja, wobei, ja, aber der Schlüssel müsste dann eigentlich weggehen. Doch, doch. Wir gehen hier jetzt erstmal in... Hoffen, dass wir Rebecca irgendwie sehen auf dem Weg. Wenn nicht, dann ist das komisch tatsächlich. Bist du in der Haupthalle, Rebecca, oder wo bist du jetzt? Also wir sind jetzt oben. Vielleicht irgendwie draußen oder so, ne? Das kann. Ja, wobei er hat's auf der rechten Seite gehört. Das kann sein, dass sie da oben drin ist. Okay, dann gehen wir da mal erstmal hin. Okay. Aber ich möchte Rebecca halt nicht zurücklassen, ne? Das ist klar. Die gehört zu uns. Ja, der Zombie hier ist weg, tatsächlich. Wir haben ihn erlöst. Ja. Gut, ja, hier können wir es uns eigentlich aussuchen, welche Tür wir nehmen, aber ich denke, wir nehmen die hier. So. Laufen einfach durch. Es sei denn, hier laufen jetzt Hunter rum. Nein, okay. Sehr schön. Alles klar. Dann Jon war mal hier durch. So, dann hier hinten. Genau, hier hinten müssen wir jetzt hin. Hier waren ja auch Krähen unterwegs, ne? Ich weiß nicht, vielleicht haben die sich jetzt aktiviert? Nö, haben sie nicht, okay. Ach, hier war... Doch, doch, hier sind wir richtig, genau. Die Falle ist ja deaktiviert. So, genau. Hier haben wir ja den Schildschlüssel bekommen. So, und was ist jetzt hier? Ah, genau das. Der Helmschlüssel. Wir haben die letzte Tür hier im Herrenhaus. Verdammt. Mal. So, was haben wir hier? Oh Gott. Nochmal langer... Ah. Ich weiß, wo wir hier hinkommen. Denke ich... Ach, nochmal Kräuter. Ja, dann nimm sie mit. Komm. Wir sind dann zwar voll. Müssten eigentlich wieder in die Haupthalle, weil hier wahrscheinlich noch mehr ist. Naja. Noch mehr Kräuter. Eine Sammlung philosophischer Werke. Sie handeln alle von der ewigen Frage nach Leben und Tod. Was ist das? Hört sich irgendwie was wasserartig an hier. Da habe ich was gesehen, oder? Das hier. Hört sich irgendwas wasserartig an. Ah! Oh Gott. Oh. Ah! Die Schlange! Da ist die Schlange! Wow! Okay! Wow! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Freunde. Überhaupt nicht. Wow. Ja, danke. Jaun ist wieder da. Die Schlange! Wow! Okay, Mensch! Okay. Wow. Schaut euch dieses... Boah. Schaut euch dieses Biest an. Boah. Das war Jorn, Freunde. Die Schlange. Und ja, dann haben wir ja jetzt... Das haben wir relativ gut hingekriegt, muss ich sagen. Und wir haben dann jetzt hier einen riesen Raum. Und sind in der Mitte. Okay, das heißt, wir können die Tür gleich öffnen. Und haben hier aber irgendwo...
in der Ecke irgendwas hier. Alte Bücher, die vom Regal gefallen sind. Bücherei. Und hier liegt ein Buch. Ah ja. Ah, letztes Buch, Pan 2. Ich kann mir denken, was da drin ist. Errungenschaft freigeschaltet, Leseratte. Ja. Prüfen. So, letztes Buch, Band 2. Was bedeuten wohl die Wörter auf dem einen Band? Ja, gucken wir doch. Ah, genau. Es war eine Medaille im Buch versteckt. Die Wolfsmedaille. Aber das ist echt krass, dass wir die jetzt hier beide Medaillen schon haben. Ne? Das ist irgendwie... Hier ist natürlich noch was irgendwo, ganz klar. Und wir sind natürlich voll. Aber vielleicht ist es ja was Stackbares. Der Türgriff ist kaputt. Er wird sich wohl nicht öffnen lassen. Ja gut, ich meine, dann gehen wir mal wieder hoch hier. Vielleicht ist es ja Buddy oder so, was hier noch ist, ne? Dann. Ah, was für ein Riesenraum hier. So. Ja, das Kraut. Das Kraut, ne? Das Kraut und da hinten ist noch eine Tür. Aber die ist nicht auf der Karte eingezeichnet. Nee, okay. Können wir, haben wir noch einen Platz? Ne, haben wir leider nicht. Okay. Nicht schlimm, Freunde, weil ich glaube, wir sind ziemlich in der Nähe von einem Speicherraum. Meine Güte, da kam da auf einmal die Schlange raus. Zum Glück war die nach ein paar Schuss tot, ey. Ich weiß auch nicht, bist du wirklich tot? Oh Gott, schnell hier weg. So, dann können wir jetzt aber hier rein. Der Türgriff ist kaputt. Hä? Wie jetzt? Ach Leute, nö. Jetzt nicht ehrlich. Müssen wir komplett außen rumlaufen? Oh, tut mir das nicht an. Stühle für jene, die ein Buch lesen möchten. Riesenbücherei im Herrenhaus, ey. Meine Güte. Ja, der gute George Trevor hat es, ne? So, sonst gibt's hier nichts. Wir müssen wieder komplett außen rumlaufen hier. Und dann nochmal für das eine Kraut nochmal zurück. Ja, ja, okay. Aber Rebecca, wir haben dich scheinbar gerettet irgendwie. Und ja. Ich weiß jetzt, ich würde jetzt mal gerne mal wissen, wo du bist, ne? Ich meine, wir haben die Schlange geplättet, so ist nicht. Beim ersten Versuch, auch wir haben auch nur ein grünes Kraut gebraucht. Und ja, müssen wir jetzt wieder in einen Safe-Raum. Gott, schon gedacht, ey. Ah ja, wir sind ja hier in der Nähe, okay. Ich habe mich voll wieder von meinem eigenen Schatten erschrocken hier. So, hier dürfte jetzt nichts mehr sein. Nein, hier ist auch nichts. Wunderbar. Das hat sich doch gelohnt hier, dass wir die Sache mit dem Kerosin gemacht haben. Kerosin ist auch jetzt lange nicht mehr aufgetaucht, ne? Es kann sein, dass wir das gar nicht mehr brauchen jetzt. Das geht ja schnurstracks irgendwie aus dem Herrenhaus raus. Beziehungsweise nein, wir haben noch diese eine Tür da. Und wir haben noch die Kurbel. So, sortieren wir das Ganze mal. So, ich würde gerne die Shotgun nachladen. Macht er lieber so. Sieht cooler aus. Genau. Und dann legen wir die Muni ab. Holen uns noch ein rotes Kraut. Wir hatten doch noch eins ganz oben, oder? Oh, wir haben gar kein rotes Kraut mehr. Oh, okay. Das ist blöd. Pistolenmuni. Ich weiß nicht, brauche. Ja. Wobei, wartet mal, das hier können wir ja ablegen, ne? Da oben haben wir ja noch ein grünes Kraut. Das werde ich dir gleich nochmal holen. Dann haben wir nämlich zumindest eine Heilung. Und dann nehme ich auch die Pistolenmuni wieder mit. So, ja, gut. Jaun. Oder wie er heißt, Jaun. Wie auch immer. Haben wir platt gemacht. Zum zweiten Mal. Ich hoffe, dass er jetzt auch wegbleibt. Weil er hat sich ja irgendwie... Er liegt ja noch da, ne? Und sieht aus, als würde er wieder aufstehen. Deswegen. Hoffen wir einfach, dass er tot bleibt.
So, dann, wo war das jetzt? Hier war das, ne? Genau, hier vorne. Genau, Freunde. Und ja, dann hoffe ich, dass es euch soweit gut geht. An diesem Freitagabend. Ich nehme mich letztes Jahr an einem Freitagabend hoch. Und Wochenende steht wieder vor der Tür. Och, Leute, hey! Diese Kamera von dem Spiel, ne? Jetzt renne ich wieder zurück. Diese blöde Kamera. Ich bin da auch, glaube ich, nicht der Einzige, der hier Probleme mit der Kamerasteuerung hat. Das ist irgendwie so ein Bug in diesem Spiel. Ah, gut. Holen wir uns das Kraut hier. So. Das Kraut, Chris. Dankeschön. So, dann werden wir gleich mal die beiden Dinger da los. Dann haben wir hier eigentlich auch alles erledigt. Ne? Genau, das zweite OG ist fertig. Die Tür da geht irgendwie nicht auf. Und ja, der Aufzug, der will auch nicht. Ah, wir brauchen gleich nochmal die beiden Dinger, um rauszukommen. Ach! Wir haben im Keller auch noch ein Kraut liegen, ne? Kommt. Nee. Pack erstmal die beiden Steine da rein. Dann gehen wir da jetzt mal. Gehen wir da mal rein. So. In den, die mysteriöse Tür. Also. In die mysteriöse neue Tür in der Haupthalle. So. Oh Gott, mich waren Schlimmes. Ich hab da unten. Ich kann mich noch dran erinnern, dass da unten ein ziemlich unheimliches Geschrei rauskam. Oh Gott. Das hat mich irgendwie an Lisa erinnert. Oh yeah. So, wie kommen wir jetzt am schnellsten dahin? Ja, einfach hier geradeaus durch, ne? Würde ich sagen. Ja, geradeaus durch und dann in die Tür rein. Gut. Das war ja hier vorne. Genau. Ich habe keine Lust auf Lisa. Ich habe auch nur 10 Schuss und, So. Vielleicht sollten wir uns da vorbereiten? Ich habe keine Ahnung, Freunde. Ich habe echt keine Ahnung, ob wir uns da vorbereiten müssen. Gut, gehen wir hier runter. Ich will da eigentlich gar nicht hin, aber... Gut, wir müssen halt... Oh Gott. Blödes Gewitter da draußen. So, dann hier. Hä? Wie brauchen sie jetzt dich? Wie? Rechts und links sind achteckige Einbuchtungen zu sehen. Ja! Setz das ein! Hä? Okay. Dann haben wir das hier und dann müssen wir das hier auf der rechten Seite einsetzen. Hä? Wie brauchen sie jetzt dich? Hä? Wartet mal. Die andere Einbuchtung sieht irgendwie eigenartig aus. Hä? Sollen wir die kombinieren oder was? Ein Symbol ist in das achteckige Objekt eingraviert. Ja, aber... Verwenden. Das setzt er nach links, ne? Das will er nicht. Wie jetzt? Metallobjekt. Das andere ist Metall- und Steinobjekt. Das brauchen sie jetzt nicht. Hä? Die andere Einbuchtung sieht irgendwie eigenartig aus. Stein- und Metallobjekt. Prüfen. Ein Symbol ist in das... Ja. Keine besonderen Merkmale. Hä? Hätte ich jetzt gedacht, also... Ach, guck mal, man kann hier auch... Ja, gut. Hätte ich jetzt gedacht, dass wir das, hier einsetzen muss. Was kann man denn jetzt noch machen? Das war jetzt... Vielleicht hier irgendwas machen können mit dem anderen Teil. Wartet mal. Können wir hier irgendwas mit dem anderen Ding machen?
Raus wollen wir ja nicht, ne? Was passiert denn, wenn wir da rausgehen? Zu gefährlich, okay. Eine chinesische Vase. Eine chinesische Vase. Ach, jetzt hänge ich wieder hier mit dem blöden... Ach. Ich meine, er sagt uns das doch nicht umsonst an hier. Ein schwer aussehender Krug. Ich gucke das nochmal oben, ob wir da irgendwas machen können. Das ist merkwürdig. Das ist echt merkwürdig, weil sonst frage ich mich echt, wo wir da... Sonst haben wir ja alles, ne? Wir haben alles erkundet. Was war da unten? Aber das ist ja... ja, das ist ja nur ein Kraut. Hä? So, gucken wir das jetzt nochmal kurz hier an. Ansonsten, nein, ich da... wollte ich doch gar nicht. Verdammt. Es muss irgendwas in der Haupthalle sein hier. Hier bitte schnell wieder weg, bevor da die Raben kommen. So. Sonst kann man hier nichts machen, ne? Die Farbe ist trocken und rissig. Ich kann verdoppeln. Nee. Nee. Nee, sonst ist hier nichts. Okay. Scheinlebendig, okay. Nö. Dann müssen wir es wieder mitnehmen und wieder ins Inventar legen. Dann gehen wir hier raus. Ich meine. Glock, glock, glock. Dann gehen wir aber in der nächsten Folge tatsächlich aus dem Herrenhaus raus. Dann nehme ich das wieder mit. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was es damit mit den Dingern auf sich hat. Ich gehe jetzt jedenfalls Richtung Ausgang. Jo. Aber erstmal in den Speicherraum, weil die Folge ist gleich wieder voll. Wie gesagt. Leider, leider. Ja. Keine Ahnung, was man mit diesen Dinger da machen muss, ne? Pff. Merkwürdig, echt. Aber okay, dann lassen wir das eine mal im Inventar stecken. Dann gehen wir beim nächsten Mal wieder raus. Ah, wartet mal, ich habe noch eine Idee vielleicht. Lass uns doch mal dieses Ding ohne Steinplatte einsetzen. Und vielleicht kriegen wir ja dann noch ein Medaillon, wo dann eine Steinplatte drin ist. Schau ich mal die Tür an, ey. Total aufgebrochen von dem... Hunter, ey. So. Das probiere ich jetzt nochmal kurz. Ob wir das andere, also das Neuere, was wir da gefunden haben, ob wir das dann da einsetzen können, da draußen. So, das probiere ich jetzt noch kurz. Das können wir ja noch machen. Schnell. So. Weil dann brauchen wir zwei Steinteile. Zwei Teile mit dem Steinrand. Okay. So. Dann verlassen wir... So. Das geht nicht. Okay, schade. In einem Punkt steht geschrieben, der Schänder des verfluchten Sarges. Das geht nicht. Okay, das heißt, wir müssen tatsächlich das hier benutzen. Okay. Das heißt, das geht dann auf. Okay. Das heißt, wir gehen noch nicht endgültig raus beim nächsten Mal. Ja, oder doch eigentlich. Eigentlich doch, doch, weil wir müssen jetzt Batterie mitnehmen. Also irgendwie ist das komisch. Oder man muss das zweimal durchspielen? Oder? Hä? Ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Jedenfalls speichern wir jetzt ab und dann gucken wir da einfach bei der nächsten Folge mal weiter. Wie es da dann weitergeht da draußen. Vielleicht kommen wir auch nochmal wieder rein, wer weiß. Gut, dann legen wir das Zeug jetzt mal ab. Bereiten uns vor, das Herrenhaus zu verlassen mal wieder. Packen das mal raus. Und wir haben ja da draußen auch noch Kräuter, deswegen... Die Batterie werden wir mitnehmen. So. Und, genau. Das kommt dann da hinten hin. Dann sind wir voll fast, aber ist okay. Gut, liebe Freunde, dann...
Speichern wir mal ab. Eine alte Schreibmaschine, jawohl. So, und da würde ich mal vorschlagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt es gerne weiter den Kanal. Und ja, wie es hier dann weitergeht, wie gesagt, sehen wir dann beim nächsten Mal, wenn wir das Haus verlassen. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss.